Paul Richter und Martin Fuchs sind auf Streife und wollen eigentlich am Rudolfplatz einen Kaffee trinken. Ein Funkspruch macht ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Ja, so ein paar Meter, wir sind am Weg. Da kommen wir Liebsgang. Ja. Jetzt sind 5 bis 7. Das ist hier. Ja, günstig geparkt eben. Ja, praktisch. Da. Ja, dann. Die rangeln schon. Guten Tag. Bitte. Guten Tag. Die Polizei. Guten Tag. Wer hat denn angerufen? Ich hab's nicht. Sie haben angerufen. Ja. Grüß Sie. Genau. Was ist los? Und zwar war diese junge Dame in Begleitung ihrer Nichte, Schwester, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die ist raus, meine Alarmanlage ist gegangen. Mhm. Und die ist also mit Diebesgut raus. Ich habe sie beobachtet. Langsam, langsam. Lassen Sie die Dame erstmal aussprechen. Ich hatte sie vorhin schon beobachtet, weil sie dann reinkommen. Irgendwie schon so, Wie gesagt, die Nichte ist raus, es hat gepiepst. Die junge Dame wollte hinterher. Ich habe sie jetzt halt festgehalten, in der Hoffnung, dass die Nichte zurückkommt. Ja. Was sagen Sie da zur Sache, zu der Nichte? Meine Nichte ist gerade rausgegangen. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ich wollte ja einfach nur hinterher. Keine Ahnung, warum das Ding losgeht. So, die machen ja auch ab und zu mal einen Fehlalarm. Nee. Ja. Entschuldigung, weiß ich nicht. Haben sie ich weiß denn, nur, dass meine Nichte hier alleine rumläuft. Haben Sie erstmal einen Ausweis bitte für mich? Ja, den bräuchte ich mal. Und vielleicht können Sie Ihre Nichte, können Sie die telefonisch erreichen? Dass sie hat ein Handy oder sowas? Ja, das Ausweis können Sie mir geben. Sie sind die Inhaberin hier oder Geschäftsführerin? Ja, genau. Mhm. Okay. Haben Sie noch mal einen Pass für mich da? Ja, na klar, hole ich ihn. Das ist lächerlich. Ja, also. Ich spreche nur zu meiner Nichte. Ja, verstehe ich. Verstehe, aber wie gesagt, ne, wenn die junge Dame gerade sagt, dann ist der Alarm losgegangen und sie konnte sie noch festhalten, dann kann ich das nachvollziehen. Ja. Sie wissen ja am besten, dem Kollegen bitte, Sie wissen ja am besten, wo Sie Ihre Nichte gegebenenfalls erreichen können. Und sollte die jetzt wirklich was eingesteckt haben, das kommt ja nun mal vor. Wie alt ist die Nichte? 13. Ja, das ist auch so ein Alter, ne? Dann gucken Sie mal. Ach, wenn man da kommt und piepst schon beim Reinkommen. So. Was ist denn hier los? Ja, Sie haben es gemerkt, beim Hereintreten schon ging der Alarm an. Wir sind gerufen worden, weil angeblich Sie sind die Nichte von der jungen Dame, ne? Ja, das ist meine Tochter. Gut, aber das ist Ihre Schwester? Ja. Vermutlich, gut. Die Besitzerin des Ladens hat uns gerade darauf hingewiesen, dass als Sie den Laden verlassen haben, der Alarm losgegangen sein soll. Und weil Sie gerade hier reinkommen sind, ging der Alarm ja wieder an. Würde ich gerne mal bitte in Ihre Tasche gucken, wenn das möglich ist. Ja, klar, kein Problem. Ja? Also da muss ich es wahrscheinlich um das Verhältnis handeln. Also meine Tochter stiehlt ja nicht, von daher. Ach, kann das. Schauen Sie mal, ist noch das Märkchen dran. Nein, das habe ich nicht eingesteckt. Ja, ist ja auch noch das Märkchen dran. Es hätte ja sein können, dass man das vielleicht dann so als Ausrede nimmt. Ich okay. hätte es vergessen. Nehmen Sie das bitte nochmal an sich. Hat das jemand untergelegt? Nein, ich glaube nicht, Mama, wirklich. Die Schülerin bleibt bei ihrer Version der Geschichte und fleht die Beamten an, ihr zu glauben. Um zu klären, warum das Mädchen das Oberteil bei sich hatte, hakt Paul Richter nach. Können Sie sich denn irgendwie erklären, wie diese Utensilien in Ihre Tasche gekommen sind? Nein, nee. Sie war die ganze Zeit dabei. Du sag doch, dass ich aber nichts ich eingesteckt habe. Ich beobachte dich doch nicht. Ich habe nur stand doch die ganze Zeit neben mir. Okay, dann gibt's doch wenigstens. Ich darf nicht schon mal den Ausweis nehmen. Ich habe nicht geklaut. Ja, wie sind die Sachen denn in deine Tasche? Ja, wie teuer war das? Weiß ich nicht. 19,99 20 Euro. Nee, das hat's ja nicht. Das hat nichts damit. Das funktioniert ja jetzt nicht. So ohne weiteres jetzt leider nicht. Ja, aber gut. Sag doch, was du. Ich hab nichts eingesteckt. Du kennst mich doch und du auch. Ja, sie steht nicht. Sie will ja auch immer die schönen Sachen haben. Ihr fehlt es an nichts. Ja, ich habe 2 Jobs. Ja. Und sie kann immer aber zu mir kommen. Aber du kannst ihr nun mal auch nicht alles. Ja, aber ich darf doch nicht klauen dafür. Vielleicht Aufmerksamkeit. 2 Jobs. Ja, ich meine, also wenn man jetzt einfach mal die Fakten zusammenzählt. Genau, also die Gründe sind ja da. Genau. Ne, dann also Fakt ist, Sie hatten die Kleidungsstücke auf jeden Fall bei sich und Sie waren ja auch dabei, Sie sagten, Sie haben nichts gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Gut, der Kollege macht mal gerade noch eine Abfrage, beziehungsweise genau, checkt noch mal durch. 2 Meter gehen gerade. Von Ihnen bräuchte ich mal gerade, weil Sie ja die Mutter sind, Mutter, ne? Und dementsprechend auch die Erziehungsberechtigte, dass ich da mal von Ihnen kurz stehe. Dankeschön. Während Polizeioberkommissar Martin Fuchs die Personalien überprüft, behält sein Kollege Paul Richter die anwesenden Frauen genau im Blick. Manche Mädchen sind nun mal so. Ja, ne? Nee, aber wir sind doch auch wir sind hier noch nicht fertig. Ich würde, genau, lass mal. So, da haben wir den nächsten Paper. Ich habe gerade drauf gewartet. Danke. So, ich merke, dass jemand hektisch wird und gerne die Situation verlassen möchte. Lass ich dann immer so 2 Meter Luft. Okay. Und warte mal. Darf ich mal in Ihre Tasche schauen, bitte? Ja, jetzt muss es unbedingt sein. So, es hat gerade wieder gepiept. Ja, richtig. So, ich darf Ihnen mal zurückbringen. Die junge Dame wollte sich gerade entfernen. Den darf ich Ihnen einmal zurückgeben, bitte. Haben Sie den? Ja, haben Sie ja schon gesagt. Ja. Ne? Nur Info für dich, alle negativ. Also, ne? Danke. Jetzt hier gespielt.
Hast du das von meiner Tochter auch untergejubelt? Rita? Da haben wir es doch. Was ist hier los? Einmal. Hast du die Jacke eingesteckt? Das müssen Sie mir glauben. Ich wollte das noch bezahlen. Ich war nur so irritiert, weil meine Nichte weggelaufen ist. Deswegen habe ich sie jetzt auch hier festgehalten, weil sie so irritiert waren, weil das so schnell reingepasst hat, weil die Nichte weggelaufen ist. Also es wird jetzt, muss ich leider sagen, sehr unglaubwürdig für Sie, ne, Frau Faustino. Ja, aber Sie müssen mir wirklich glauben, ich wollte das bezahlen, ich war nur so irritiert, weil die Nichte weggelaufen ist. Also glaubhaft ist es leider nicht. Du sagst, du hast damit nichts zu tun, hast nichts eingesteckt. Nein, ich habe nichts eingesteckt, ich brauche sowas nicht. Gut, dann wollen wir das mal glauben. Die Beamten vermuten, dass die Tante der Schülerin das Oberteil in die Tasche gelegt hat. Martin Fuchs erhöht deshalb den Druck auf die Verdächtige. Also das ist nicht glaubhaft, wirklich nicht. Ne? Also das Ding ist jetzt einfach mal, dass Sie jetzt wirklich des Diebstahls hier beschuldigt werden, des Ladendiebstahls. Ich belehre Sie jetzt hiermit. Also Sie müssen sich zu dem Tatvorwurf jetzt nicht mehr äußern. Mhm. Das Einzige, was Sie jetzt machen müssen, sind eben halt die Personalien bekannt geben. Das haben Sie getan. Für alles Weitere können Sie sich einen Anwalt nehmen. Das kann sich allerdings auf Strafmildernd auswirken, wenn Sie denn mal Butter bei der Fische backen. Um das mal so auszudrücken. Ja gut, was soll ich denn sagen? Ja. Emma, es tut mir leid. Okay, ich war's. Okay, dann erklären Sie mal, wie Sie es gemacht haben. Es tut mir leid. Als Emma die Schuhe anprobiert hat, habe ich ihr was zugesteckt. Ich wollte es aus der Tasche nehmen, bevor sie es merkt. Aber warum packen Sie denn bei ihrer Nichte Sachen rein? Warum? Sie ist 13. Ach so, wegen der Strafunmündigkeit? Dass man. Aber wie kommen Sie dazu? Ich meine, Sie sind ja jetzt auch gekleidet, als wenn Sie es nicht unbedingt nötig hätten, hier zu klauen. Ja, ich kleide mich so, weil ich das gerne nicht nötig hätte. Aber das habe ich leider. Ich verdiene nicht viel. Ich versuche, über die Runden zu kommen und... Irgendwann hat sich das so eingeschlichen. Das ist immer mehr geworden und irgendwie habe ich auch ein bisschen die Kontrolle verloren. Es tut mir leid. Also geht es nicht einfach nur darum, dass es bei Ihnen so ist, dass Sie es gerne haben möchten, sondern dass Sie es haben müssen. Ich habe die Kontrolle verloren. Gut, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, gesagt, kein Psychiater. Ne? Also wie gesagt, da können Sie sich selber drüber, im Klaren werden, ob Sie denn eine Hilfe benötigen oder nicht. Ne? Ja. Aber das würde ich Ihnen tatsächlich anraten. Ja. Nichtsdestotrotz, der Ladendiebstahl wird jetzt so von uns auch aufgenommen, mit Sie als Beschuldigte. Mhm. Und dann werden Sie postalisch von uns dann benachrichtigt werden. Mhm. Die Täterin erhält eine Anzeige wegen Diebstahls und falscher Anschuldigung. Ihre Schwester verzeiht ihr nicht, dass sie ihre 13-jährige Tochter in diese missliche Lage gebracht hat. Sagst du, dass wir frei sind? Dann lass uns mal eben hier zum Rudolf gehen und dann wollen wir noch ein Käffchen holen.